Es gibt wohl kaum einen Film, der gleichzeitig so eindeutig, aber auch rätselhaft ist, wie Roman Polanskis Die Neun Pforten von 1999. Bestimmt dachten viele von euch am Ende des Films verstanden zu haben, dass es sich bei der geheimnisvollen Frau um den Teufel handelt. Diese Interpretation ist allerdings höchst fragwürdig, wenn nicht gar falsch. Aber bevor wir uns den teilweise sehr wilden Fantheorien und Interpretationen widmen, schaffen wir erstmal eine Grundlage. Der Film Die Neun Pforten basiert auf dem Roman El Club du Mar des spanischen Schriftstellers Arturo Pérez Reverte aus dem Jahr 1993. Der Drehbuchautor Enrique Urbizu schickte dem französisch-polnischen Regisseur Roman Polanski eine Drehbuchadaption. Der war begeistert und las daraufhin die Buchvorlage. Nachdem ihn auch die Literaturvorlage vollends überzeugte, wollte er unbedingt einen Film daraus machen. Dafür waren aber noch zahlreiche Änderungen des Skripts notwendig, die nahm er selbst vor. Ich arbeite an dem Film auf jedem Szenario, weil ich considere, dass das Szenario bereits eine Partie der Mise en Scène ist. Sie sehen, es ist, als ob Sie sich preparez votre, votre mode d'emploi, qu'ensuite vous utiliser pendant le tournage. Tout ça déjà doit être bien déterminé sur papier pour que les autres puissent vous aider. Et puis que ça soit bien en place dans votre tête. In Die Neun Pforten geht es um ein Buch, das die Macht haben soll, den Teufel zu beschwören. 30 Jahre früher spielte der Teufel schon einmal in Roman Polanskis Film Rosemary's Baby eine Rolle. Weil diese Thematik im Kontext zu Polanskis privater Vergangenheit Parallelen aufzeigen könnte, die es gar nicht gibt, will ich das an dieser Stelle einmal klar einordnen. Anhänger des Sektenführers Charles Manson ermordeten im Jahr 1969 Polanskis Ehefrau Sharon Tate. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Behandlung des Teufels in Polanskis Werken in irgendeiner Beziehung zu den bestialischen Morden der Charles Manson Satanssekte steht. Polanski wählte den Teufel als Protagonist aus ganz anderen Gründen. I'm not a believer myself and I have a hard time to talk about devil without humor or irony. But I must say, he's a good guy to make a film about. Even if you don't see him. Den ziegenbeinigen Herrn der Lügen bekommen wir in diesem Film zwar nicht so wirklich zu sehen, dafür eine ganze Menge Johnny Depp. Und wie die beiden in Kombination performen, das schauen wir uns jetzt mal an. Der Film startet mit einer Derp-Pflaume, die sich in ihrer unverschämt stylischen Privatbibliothek an einem Kronleuchter aufhängt. Die Kamera schwenkt danach über die zum Bersten gefüllten Bücherregale und zeigt zum Schluss eine einzige Lücke. Dies ist ein perfektes Beispiel für gutes Storytelling. Show, don't tell. Der Zuschauer versteht ganz automatisch, dass der Selbstmord mit dem fehlenden Buch in Verbindung stehen muss. Danach lernen wir Dean Corso kennen. Er ist ein skrupelloser Antiquar und Buchhändler. He's also a hard-nosed business guy. And a great cynic, incredible cynic. I think Corso is probably a failed writer. So he has great hatred for what he loves in a way. Der zieht gerade ein paar ahnungslose Erben einer Büchersammlung ab. Diese vierbändige Ausgabe von Don Quixote ist ganz nett, aber nicht besonders wertvoll. Also, die könnte ich Ihnen sofort abkaufen. An wie viel haben Sie dabei gedacht? Mehr als 4.000 kann ich Ihnen dafür nicht geben. $4.000? Für so einen alten Schinken? Das ist ja wohl ein grandioser Preis. Nein, natürlich nicht. Bei den Büchern handelt es sich um ein Don Quixote. Bei den Büchern handelt es sich um ein Don Quixote aus dem Jahr 1780. Es gilt als das einflussreichste literarische Werk des spanischen goldenen Zeitalters. Die im Film gezeigte vierbändige Joaquin Ibera-Ausgabe dürfte laut meinen Recherchen zwischen 20 und 30.000 Dollar wert sein. Und diese vier Bücher, die wir in dem Film sehen, die waren wirklich so viel wert. Das waren keine Requisiten, das waren die echten Bücher. Those books are of course real books and quite expensive. For example, Don Quixote Ibarra edition, one of the first Spanish editions of Don Quixote, and that goes without saying it's a priceless possession of one of the people that I knew who was kind enough to lend it to us. Corso gibt die Bücher seinem Händler des Vertrauens, damit er sie an einen Interessenten in der Schweiz verticken kann. Woher soll er auch sonst kommen, wenn nicht aus der Schweiz? Danach besucht er einen neuen Kunden, Boris Balkan. Der ist nicht nur super reich, hat eine Vorliebe für übelst fette Brillengestelle, sondern hat sich auch dem Sammeln einer ganz bestimmten Gattung von Büchern verschrieben. Es gibt Bibliophile, die sich auf Schauerromane spezialisiert haben. Andere sammeln Wiegendrucke. Alle meine Raritäten haben denselben Protagonisten. Den Teufel. Balkan öffnet noch kurz die Tür zu seiner Büchersammlung mit dem äußerst kreativen Passcode 666 und zeigt Corso seinen wertvollsten Schatz!
Das Buch der 9 Pforten ins Reich der Schatten. Dieses Buch ist reine Fiktion, da es aber eine so zentrale Rolle in dem Film spielt, ließ Polanski es aufwendig herstellen. It took a lot of efforts to make a book that would look authentic enough. We had to find the right paper, right typeface. If you take it in your hand, you won't really believe that it's not an authentic book. It's done with so much care and detail that it really looks like 17th century volume. Moment mal. Das Buch soll doch aus dem 17. Jahrhundert stammen. Um genau zu sein, aus dem Jahr 1666. Aber da kann irgendwas nicht stimmen, denn auf dem Cover des Buches befindet sich ein umgedrehtes Pentagramm. Dieses Symbol ist selbstverständlich mehr als passend, so gilt es als Symbol für Okkultismus und Satanismus. Dummerweise machte das Siegel von Baphomet erst mit dem französischen Okkultisten Eliphas Levich im 19. Jahrhundert Schule. In seinem Werk Dogme et Rituel de la Haute de Magie bezeichnet er es als Zeichen der Ziege des Sabbats, wobei die Zacken jeweils für die Hörner, die Ohren und den Bart der Ziege stehen. Auf den 9 Pforten ins Reich der Schatten befindet sich also ein Symbol, was zur Zeit seiner Veröffentlichung im Jahr 1666 noch keinerlei Bedeutung oder Bezug zum Okkulten zugeschrieben wurde. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass der Autor der 9 Pforten seiner Zeit weit voraus war und schon viel früher um die Bedeutung des umgedrehten Pentagramms wusste. Könnte man machen? Oder man akzeptiert einfach, dass es ein grober Schnitzer der Filmmacher ist. In dem Buch befinden sich 9 Holzschnitte, die laut Balken eine Art Rätsel bilden, die einem das Tor zur Hölle öffnen können. Außerdem existieren noch 3 weitere Ausgaben der 9 Pforten, die restlichen wurden gemeinsam mit seinem Autor im Jahr 1667 verbrannt. Balken gibt Corso den Auftrag, die Echtheit seines Buches zu überprüfen und will, dass er es mit den anderen Ausgaben vergleicht. Als erstes besucht er die Witwe Liana Telfer. Ja, richtig gehört, dieser steile Zahn ist die Ehefrau des runzligen Nacktmuls, der sich in der ersten Szene erhängt hat. Als Liana erfährt, dass ihr Ehemann vor seinem Selbstmord die 9 Pforten an Balken verkauft hat, bekommt sie so harten Puls, dass fast ihr Kopf platzt. Sie lässt sich aber vorerst nichts anmerken und führt Corso in die Bibliothek. None of the libraries that you are going to see really exists. It's either studio or some other house that has been refurbished to suit the scene. Liana will das Buch zurückkaufen, Corso weigert sich allerdings. Weil es mit Geld nicht funktioniert hat, kommt Liana später bei ihm zu Hause vorbei und zeigt ihm ihr anderes Schmuckkästchen und hofft, dass der Inhalt dieses Mal wertvoll genug ist, um ihn zu bestechen. Es gibt den most awkward Kuss aller Zeiten. Okay. Den zweit most awkward Kuss aller Zeiten. Und es folgt das alte Rein-Raus-Spiel. Liana muss die absolute Meisterin in der Seesterntechnik sein, denn ihr Körper ziert nicht ein einziger Tropfen Schweiß, wohingegen Corso klitschnass ist. Lianas Ziel war ja auch gar nicht der Koitus, sondern sie wollte Corso die 9 Pforten abziehen. Der hat das Buch aber in weiser Voraussicht bei seinem Buchhändlerkumpel abgeladen. Das hört Liana gar nicht gerne. Versuch nicht, mich zu ficken! Ich dachte, das hätte ich gerade. Es gibt eine Rangelei und Corso bekommt eine Flasche über den Kopf gezogen. Als er wieder aufwacht, holt er das Buch bei Bernie ab, der mittlerweile tot in seinem Laden hängt. Seltsamerweise gibt es einige sehr starke Parallelen zu der Art und Weise, wie Bernies Leiche aufgehängt wurde und einem der Holzschnitte im Buch. Corso reist nach Spanien und besucht die Gebrüder Sinisa. Sie haben das Buch damals an Telfer verkauft. Wir sehen hier übrigens keine Zwillinge, sondern einen Production Manager, den Polanski überzeugen konnte, diese Rolle zu spielen. Damals war es nämlich sehr schwierig, kurzfristig einen spanischen Schauspieler zu finden, der gut genug Englisch für diese Rolle sprechen konnte. Mit Hilfe einer Technik namens Motion Control Photography konnte die Szene dann so gedreht werden, dass der gleiche Schauspieler doppelt im Bild auftaucht. Und wenn ihr bereits voller Neid auf die Rotzbremse geblickt habt, kann ich Entwarnung geben. Der ist nämlich angeklebt, also fake. Weniger fake ist laut den Brüdern das Buch, das Corso ihnen gebracht hat. Vom Papier über die Tinte bis zum Einband, alles ist authentisch. Wäre es eine Fälschung, wäre es die Arbeit eines Meisters. Außerdem machen sie ihn auf etwas anderes aufmerksam. Nur 6 der 9 Holzschnitte wurden von Aristide Torchia signiert. Und die anderen 3? Das ist einer von ihnen. LCF? Lucifer? Uhu, teuflisch. Und ebenso teuflisch gut ist das Sounddesign in diesem Film. Viele der Szenen sind ein ASMR-Hochgenuss. Jedes noch so leise Geräusch, das beim Berühren von einem Buch entsteht, ist kristallklar zu hören. Egal, ob es das Rascheln beim Umblättern der Seiten ist oder das Klopfen mit den Fingerspitzen auf Papier oder auch nur das hohle Tupfen, wenn ein Bucheinband berührt wird. Es wird nie einen Wert verlieren, eine gute Kapitalanlage. Die 9 Pforten zoomt aber nicht nur auf Geräusche von Büchern herein, sondern verwöhnt uns auch in anderen Situationen mit einem brillanten Sounddesign. Ignoriert in dieser Szene mal die Hintergrundmusik und hört genau hin.
Das Schnalzen des Feuerzeugs und auch das Rascheln der angezündeten Zigarette, wenn der Tabak beginnt zu glühen, ist kristallklar zu hören. Und weil das immer noch nicht genug ist, gibt es weitere fantastisch platzierte akustische Spielereien. Hören wir nochmal in die Szene rein, in der Corso erfährt, dass Lucifer einige der Holzstiche gemacht haben soll. Lucifer. Kurz bevor Corso Lucifer sagt, hören wir das Geräusch einer schwirrenden Fliege. Der Teufel trägt viele Namen, unter anderem nennt man ihn auch Belzebub. Belzebub, das ist hebräisch und bedeutet Herr der Fliegen. Kurz bevor Corso realisiert, wer hinter den Initialen LCF stecken könnte, nimmt uns das Sounddesign des Films die Antwort bereits ab und wirkt gleichzeitig als Bestätigung. Als würden uns die Filmemacher damit sagen wollen, ganz recht, hier geht es in der Tat um den ziegenbeinigen Fürst der Lügen. On me parle toujours des détails, ça me semble tellement évident que c'est ça qui est important, c'est ça qui compte. Parce que bon, raconter quelque chose comme ça, sans attention aux détails, c'est facile, mais vous n'y croyez pas. C'est les détails qui donnent l'authenticité à votre récit. Vous voyez, c'est un détail là. Ça peut vous ruiner vos interviews. Parce que la lunette est de traviole, que les gens ça emmerde. Es gibt zwei primäre Motive in dem Film. Einmal ein mysteriöses, ernstes Arrangement. Und dann noch ein, naja, sagen wir mal so, weniger seriöses, fast schon albernes Arrangement. Ein bisschen was vom Pinken Panther, ne? Viele Szenen starten mysteriös und rätselhaft und werden dann mit dieser sehr konträren Musik aufgelöst, was nachvollziehbarerweise zu Irritationen führen kann. Es wirkt teilweise bizarr und auch absurd im Zusammenspiel. Ich meine, hier wird ein Bray ultra creepy falsch herum aufgehängt und dann knattert auf einmal Clownsmusik rein. Weiß ich nicht, Digga. Ich persönlich finde die Filmmusik gut, weil sie zahlt auf die Ambiguität des Films ein. Aber ich kann auch jeden verstehen, der raus ist, wenn er das hört. Corso macht sich danach auf den Weg nach Portugal und trifft im Zug eine geheimnisvolle Frau. Wir erfahren nie ihren Namen, dafür aber eine andere wichtige Eigenschaft. Ich mag Züge. Ich mag Züge. Corso trifft in Portugal auf Victor Vargas, der das zweite der drei neuen Pfortenbücher besitzt. Als er die Werke vergleicht, fällt ihm etwas auf. Die Holzschnitte in den Büchern unterscheiden sich. In jedem Buch gibt es drei Holzschnitte, die jeweils von dem Künstler mit den Initialen LCF hergestellt wurden. Kurze Zeit später liegt Vargas tot in seinem Brunnen und sein Buch wurde verbrannt. Vorher wurden allerdings die Holzschnitte von LCF aus dem Buch herausgerissen. Corso schnappt sich die verkohlten Überreste des Buchs und reist nach Frankreich, um sich das dritte Buch genauer anzuschauen. In Frankreich greift ihn ein Unbekannter an, die geheimnisvolle Frau rettet ihn aber und schwebt dabei die Treppe herunter. Das ist der erste und einer der wenigen Momente in diesem Film, in dem wir etwas Übernatürliches sehen. Am nächsten Tag besucht Corso Baroness Frieda Kessler, sie besitzt das dritte Buch. Dass sie im Rollstuhl sitzt, ist offensichtlich, aber dass sie nur einen Arm hat, ist mir ehrlich gesagt nie aufgefallen, erst als Roman Polanski mich in einem Audiokommentar darauf aufmerksam gemacht hat. That of course was again done later CGI, who did not really amputate her arm, which would be probably cheaper when you think of how much they charge for these special effects nowadays. Die Baroness erklärt, dass Liana Telfer in Wirklichkeit Bücher gesammelt hat und nicht ihr Ehemann. Und dass sie mit einer Meute alter reicher Säcke einmal im Jahr eine Art Sektentreffen abhält, um dem Teufel zu huldigen. Heutzutage ist dieser Zirkel degradiert zu einem Club für übersättigte Millionäre und Prominente, die ihre Zusammenkünfte als Entschuldigung benutzen, um ihren abartigen sexuellen Vorlieben zu frönen. Die Unterhaltung mit der Baroness ist eine der wenigen Szenen, in der wir mal direkte Informationen bekommen. Vieles, was in diesem Film geschieht, wird nie aufgelöst oder erklärt. Was einerseits sehr frustrierend sein kann, aber andererseits eben den Charme dieses Films ausmacht. Die Baroness erlaubt Corso, auch ihr Buch zu untersuchen. Auch hier findet er heraus, dass sich die Holzschnitte unterscheiden. Jedes der drei Bücher hat genau drei originäre Holzschnitte, die vom Künstler LCF stammen. Das ergibt in der Summe 9 Holzschnitte, mutmaßlich von Lucifer. And that diagram that he draws had to be conceived in such way that some nitpickers who watch DVDs or cassettes back and forth would be satisfied, would not find any flaws in it, and I challenge anyone to find any kind of lack of logic in it. Challenge accepted. Okay, ich gebe zu, das ist alles sattelfest.
Mir sind aber noch ein paar andere Dinge in diesem Film aufgefallen. Junge, Junge, dieser Film hat einen Haufen Fehler. In dieser Action-Szene zum Beispiel wackelt der Untergrund wie eine weiche Matte, was für mich eine erstaunliche Eigenschaft für einen Pflastersteinboden ist. Darüber hinaus gibt es unzählige Continuity-Fehler, so wie hier, als Corso gönnerhaft zwei Gläser Whisky einschenkt. Im Shot darauf sind die Gläser allerdings deutlich weniger gefüllt. Mein absolutes Highlight ist aber dieser Rechtschreibfehler auf einem Plakat, was eine Literaturvorlesung ausschildert. Nice. Nachdem Corso drauf und dran ist, das Geheimnis der Holzschnitte zu lösen, bekommt er von einem Unbekannten eine über die Rübe gezogen und wird ohnmächtig. Als er aufwacht, steht der Raum in Flammen und die Baroness liegt ermordet in ihrem Rollstuhl. Außerdem hat der Angreifer in der Zwischenzeit die neuen Pforten von Balkan aus seinem Hotelzimmer abgezogen. Corso läuft zurück in die Lobby, vorbei an einem Typen, der aussieht wie mein ehemaliger Abteilungsleiter. Krischer, bist du's? Und schlussfolgert, dass nur Lyanna, Telfer und ihr Handlanger ihn beklaut haben können. Er kann sie aufspüren und verfolgt sie mit der Hilfe der geheimnisvollen Frau. Weil ich keine Lust habe, diesen Charakter die ganze Zeit geheimnisvolle Frau zu nennen, werde ich die ab jetzt einfach Babylon nennen. Das ist nicht ihr richtiger Name, die Frau hat keinen Namen in diesem Film. Warum der aber trotzdem passt, erkläre ich euch am Ende des Videos. Corso und Babylon folgen Lyanna, Telfer bis zu einem Schloss, in dem kuttentragende Greise gerade eine Art Hexenzirkel abhalten. Corso mischt sich unter die Teilnehmer und will das Buch von Balkan zurückholen, damit er keinen Ärger bekommt. Da crasht genau der plötzlich die Veranstaltung. Blickt euch doch alle mal um. Was seht ihr da? Nichts weiter als einen Haufen Idioten. In albernen Gewändern. Ich hatte zwar am Anfang erwähnt, dass es keine Verbindung zwischen den Sektenmorden an Polanskis Frau und diesem Film gibt. Hier führt Polanski die satanistische Sekte aber dermaßen vor und zieht sie ins Lächerliche, dass man durchaus auf die Idee kommen könnte, dass es dafür persönliche Motive von ihm gab. Ich meine, geht durch diesen Typen. Der sieht seniler und verwirrter aus als Tante Hannelore von der Demenzstation. Oder auch der völlig alberne Todeskampf von Lyanna, als Balkan sie erwürgt. Das ist einerseits natürlich sehr tragisch und brutal, ist aber so karikiert und überspitzt inszeniert, dass man loslachen möchte. Ach ja, und hier sehen wir noch einen anderen Filmpatzer. An dieser Schnur wird die Requisite zur Seite gezogen, als der Kampf beginnt. You had one job. Grundsätzlich wäre Corso jetzt fein raus. Sein Auftraggeber hat das Buch zurück und er könnte sich einen fetten Scheck abholen. Allerdings ist er mittlerweile auch von dem Buch besessen und verfolgt Balkan. In einem verfallenen Schloss, Château de Puyrivert in Frankreich, um genau zu sein, kommt es zum großen Showdown. Balkan hat alle neuen Holzschnitte, die von Lucifer hergestellt wurden, vor sich ausgebreitet und beginnt ein Ritual. Corso bedroht ihn mit einer Waffe, weil er das Buch für sich haben möchte, Balkan überwältigt ihn aber. Ich betrete jetzt unerschlossenes Gebiet. Ich gehe jetzt auf dem Weg, der zur Ebenbürtigkeit führt. Sein Ritual funktioniert aber nicht so gut, wie er dachte. Er beginnt mit Feuer zu spielen, weil er denkt, dass er unverwundbar ist. Ist er aber gar nicht. Wer bemaltes Papier vor sich ausbreitet, sich mit Benzin übergießt und dann anzündet, stirbt einen schmerzhaften Tod. Wer hätte das gedacht? Corso gibt Balkan den Gnadenschuss, sammelt die Holzschnitte zusammen und macht sich vom Acker. Als er sich draußen im Auto gerade eine Fluppe ansteckt, ist Babylon auf einmal da und die ist schon ganz heiß darauf, auf ihm zu reiten. Es gibt kontextlosen, höllischen Sex unter freiem Himmel. Als die Sonne aufgeht, fragt Corso Babylon, warum das Ritual von Balkan nicht funktioniert hat, woraufhin sie ihm verrät, dass einer der Holzschnitte eine Fälschung war. Sie hinterlässt ihm einen Hinweis, dass der richtige Holzschnitt in Spanien bei den Gebrüdern Sinisa zu finden ist. Danach ist sie verschwunden. Er folgt der Spur und findet tatsächlich den echten Holzschnitt. Darauf zu sehen ist eine Frau, die eine Bestie reitet, wobei diese Frau Babylon sehr, sehr, sehr ähnlich sieht. In der letzten Szene sehen wir, wie Corso zum Château de Puyrivert zurückkehrt, wobei aus dessen Tor ihn ein gleißendes Licht erwartet. Und dort lernte er dann Amber Heard kennen. Spaß beiseite. Ihr habt viele Fragen, kommen wir zur Interpretation. Vorweg, die Neun Pforten lässt bewusst viele Motive ungeklärt. Ich werde hier nicht auf alles eingehen können, ich konzentriere mich auf die beiden wichtigsten Fragen. Erstens, wer war Babylon? Und zweitens, was ist am Ende dieses Films wirklich passiert? Es ist sehr wahrscheinlich, dass Corso am Ende des Films wirklich die neunte Pforte in Gestalt des Burgtors des Château de Puyrivert durchschreitet. Er hat es also geschafft, das Rätsel des Buches zu lösen. Aber wie genau hat das denn jetzt geschafft? Und warum konnte Balkan das nicht lösen, obwohl er sein komplettes Leben diesem Ziel verschrieben hat? Die Erklärung dafür liegt in den Holzschnitten. Jeder dieser Holzschnitte beschreibt eine Situation bzw. eine Art Rätsel, das der Reisende auf seinem Weg durch die neun Pforten beschreiten muss. Das könnte man als eine Art Warnung deuten. Wenn du so weit gehst, so scheint es zu sagen, dann wird vom Himmel das Unheil über dich hereinbrechen. Nach seinem Besuch bei den Brüdern in Spanien stürzt hinter Corso ein Baugerüst ein. Vergleicht man es mit diesem Holzschnitt, dann fallen mehrere Parallelen auf.
Zum einen sieht der Engel in den Wolken den Brüdern sehr ähnlich, Stichwort Schnauzbart, und auch der Vorgang, dass aus heiterem Himmel etwas Bedrohliches auf einen Reisenden niederregnet, trifft sowohl auf die kleine Brücke im Holzschnitt als auch auf die schmale Gasse und das umstürzende Baugerüst zu. Ein anderer Holzschnitt zeigt den an einem Fuß aufgehängten Mann, während sich im Hintergrund eine Kletterpflanze nach oben schlingt. Auch Corso sieht einen umgekehrt aufgehängten Mann und hinter ihm befindet sich eine gewundene Treppe, die nach oben führt. Auch diese Parallelen sind unabstreitbar. Auch für die restlichen Bilder lassen sich diese Art der Zusammenhänge finden, wobei es teilweise schon sehr konstruiert wirkt. Der Punkt ist aber der Weg durch die neunte Pforte ist als Reise zu begreifen. Du kannst nicht einfach diese Papiere vor dir ausbreiten und hindurchtreten, sondern du kommst auf deinem Weg an diesen verschiedenen Pforten vorbei. Und genau das hat Corso während des Films, häufig unwissentlich, getan, Balkan allerdings nicht und daher gelang es ihm auch nicht, das Rätsel zu lösen. Bleibt nur noch eine Frage. Wer war die geheimnisvolle Frau? Die offensichtlichste Antwort wäre natürlich der Teufel selbst. Wir haben gesehen, dass sie schweben kann und übernatürliche Kräfte hat. Dass sie der Teufel höchstpersönlich ist, halte ich aber für wenig plausibel. Ich halte sie eher für eine Art Agentin des Teufels, möglicherweise eine Hexe. Hinweise darauf gibt es zuhauf in dem Film. Sind Sie Studentin? Sowas Ähnliches? Das unterstreicht, dass sie nicht der Meister selbst ist, sondern eher eine Novizin. In der Szene, in der wir sie zum ersten Mal sehen, hält Balkan gerade einen Vortrag über das Okkulte und im Speziellen über Hexen. In dem Moment, in dem er das Wort Hexe sagt, sehen wir ihren Charakter zum allerersten Mal in dem Film. Bei Baudin findet sich eine erste Definition des Begriffes Hexe. An einer anderen Stelle erklärt sie Corso, dass sie sein Beschützer ist. Das spricht dafür, dass sie eine Art Engel ist, möglicherweise ein gefallener Engel, denn auch Lucifer war anfangs ein Engel des Herrn. Dafür spricht, dass sie Corso zwar hilft, die wesentlichen Entscheidungen aber ihm überlässt. Als Engel kann sie seinen freien Willen nicht brechen oder ihn zu etwas zwingen, sie kann ihn höchstens manipulieren. Und wenn dem Teufel oder seinen Agenten eine Eigenschaft seit der Schlange im Obstgarten zugeschrieben wird, dann wohl die hinterhältige, lügende Manipulation. Der deutlichste Hinweis, dass sie eine Agentin des Teufels ist, zeigt uns aber der neunte Holzschnitt. Die auf dem mehrköpfigen Biest reitende Frau ist ein klarer Hinweis auf die biblische Allegorie der Hure Babylon. Die Hure Babylon steht für die Gegner aller Gläubigen im Allgemeinen. Also jemand oder etwas, das die Gläubigen von ihrem Weg wegführt. In Bildern wird die Hure Babylon häufig als Frau auf einem siebenköpfigen Biest dargestellt. Und die gleichen Eigenschaften finden wir auch bei der namenlosen Frau. Als Agentin des Teufels manipuliert sie Corso und führt ihn auf biblische Abwege, zeigt ihm aber den Weg durch die Pforten hin zur neunten Pforte. Roman Polanski hat zu der unbekannten Frau übrigens auch Stellung genommen. I may say a few words about the character of the girl in the film, which clearly represents the devil, even if it's not the devil itself, she's at least his messenger. Was haltet ihr von meinen Interpretationen? Ist euch vielleicht noch was anderes aufgefallen? Schreibt's mir in die Kommentare. Und das führt uns zum Fazit und der Bewertung. Der Film Die Neun Pforten lässt sich am ehesten als komplexes Rätsel beschreiben. Den gesamten Film durchziehen Hinweise und unterschwellige Botschaften, die Polanski genial in bildvisuelle Expositionen verpackt. Die Dialoge und die damit transportierten Informationen bieten lediglich einen losen Rahmen, um das Geheimnis der Neun Pforten zu lüften. Viel essentieller ist das, was nicht gesagt wird. So verlangt Polanski seinem Publikum ab, dass es Hinweise und Ereignisse selbstständig deuten und kombinieren kann. Ein unmündiger Zuschauer, der sich von frontal orchestrierten und klaren Motiven in Spielfilmen berieseln lassen möchte, kann mit Die Neun Pforten wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Die Unschärfe, die der Film am Ende beim Zuschauer hinterlässt, ist schmerzhaft, gleichzeitig aber seine große Stärke. Verpackt ist dieses Rätsel in die verschlungenen Regale von Bibliotheken, in die leeren Gänge von verfallenen Villen und zwischen dem Mörtel von Burgruinen. Die gewählten Drehorte in Portugal, Frankreich und Spanien zahlen perfekt auf das Rätselmotiv ein. Polanski krönt das Ganze mit einem Sounddesign, das selbst den notorischsten ASMR-Skeptiker zum Ejakulieren bringen wird. Ob es ein dumpfes Stöhnen eines dicken Ledereinbands ist oder das zarte Rascheln beim Umblättern einer vergilbten Buchseite, den Zuschauer packt die bittere Erkenntnis, wie lange er sich schon nicht mehr selbst dem wundervollen Vorgang des Lesens mit einem echten Buch vollumfänglich hingegeben hat. Der Soundtrack des Films wechselt immer wieder von einem bedrohlichen Motiv zu Klängen, die eher an Clownsmusik erinnern. Dieser Wechsel verwirrt den Zuschauer ein weiteres Mal, unterstreicht aber die Ambivalenz und den mystischen Charakter des Films. Ein gelungener Cast rundet den Film ab. Johnny Depp als kettenrauchender, skrupelloser Bücherjäger-Söldner, der es hinbekommt, ihn am Ende zu mögen, obwohl er objektiv ein immer größerer Antiheld wird, bis hin zu Emanuele Seigner, der es gelingt, die Schemenhaftigkeit ihres Charakters, der zwischen Teufel, unbekannter Fremden und Freundin hin und her meändert, perfekt zu porträtieren. Ich habe die neun Pforten dieses Films mit allergrößter Freude durchschritten. Wie könnte ich diesen Film also jemals weniger als 9 von 10 Punkten geben? Wenn ihr gar nicht genug vom Teufel bekommt und sogar mit ihm tanzen möchtet,
Dann empfehle ich euch meine Reviews zu Tanz der Teufel. Die gibt's hier oben. Hier unten gibt es noch ein anderes Video und ihr solltet diesen Kanal abonnieren. Dann werden wir nicht nur die 9., sondern gar die 10. Pforte durchschreiten. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.